Hi Leute, willkommen zu einem neuen Backstage-Video. Ich habe ja einige meiner Smartphones und die Smartphones meiner Freundin vorgestellt. Aktuell nutze ich ja ein Elephone-Smartphone und ich habe noch nie ein Video gemacht, was ich eigentlich für Apps auf dem Smartphone nutze. Und das möchte ich mit diesem Video nachholen und daher gibt es jetzt ein Video, beziehungsweise zeige ich jetzt die Apps, die ich auf meinem Smartphone drauf habe und auch täglich nutze. So Leute, wie gesagt, mein aktuelles Smartphone, das ich derzeit nutze, ist das Elephone P8 Mini. Für mich ist es vollkommen ausreichend, denn von der Geschwindigkeit her und so weiter ist es für meine Ansprüche wirklich sehr gut. Games und so etwas nutze ich einfach auf dem Smartphone nicht, also brauche ich da auch keine überdrüber Prozessoren mit einer, was weiß ich was für eine Geschwindigkeit. Und ja, ich möchte jetzt einmal einen Überblick zeigen, welche Apps ich auf dem Smartphone nutze. So, schauen wir dazu einmal gleich ins Menü. So, als Antivirus Security App nutze ich die App von Avira. Das ist ein sehr guter Hersteller und bremst auch das Smartphone, also die Leistung, nicht aus und ja, bietet einen sehr guten Schutz. Dann habe ich hier die App von Blitzwolf. Das ist eine App für einen Selfie-Stick von Blitzwolf und damit kann ich eben das Selfie-Stick und mein Smartphone verbinden, kann Zoom und so weiter Funktionen dadurch nutzen. Also eine sehr gute App für das Selfie-Stick von Blitzwolf. Da habe ich ja schon zwei vorgestellt. Als Browser nutze ich Google Chrome. Wieder jeder kennen, muss ich nicht extra erklären. So, dann habe ich hier noch eine App, das ist die von FireYouOn. Die App für das Smartphone-Gimbal mit den drei Motoren, das habe ich ja ebenfalls schon vorgestellt und das ist eben die App dazu, damit man das Smartphone-Gimbal mit der App bzw. mit dem Smartphone verbinden kann und dann alles angesteuert werden kann. So, dann habe ich hier noch die Image-App von Panasonic, das ist die hier. Dadurch, dass ich derzeit eine Panasonic Premium Bridge Kamera nutze, wo ich eben auch in 4K aufnehmen kann, also für Videos und Fotografie nutze ich diese Kamera und das ist eben eine Panasonic und da habe ich die App dazu, die Image App und da kann ich die Kamera über diese App komplett steuern und ja, das bringt einige Vorteile. Wenn die Kamera weiter entfernt steht, dann kann ich eben mit dieser App die Kamera steuern, muss da nicht zur Kamera hinlaufen und die Einstellungen machen, sondern kann das gleich auch von weiter entfernt machen. Ja, dann habe ich Instagram, die App, und dann habe ich hier die Mi Fit App drauf, das ist die hier, das ist für meinen Fitness-Tracker, also für das Xiaomi Mi Band 2, die App dazu, das ist die habe ich ebenfalls schon vorgestellt. Dann habe ich hier Outlook noch drauf, für E-Mails zum Nachschlagen, ein QR-Code-Leser, QR Extrem. Das ist hier die Elephone-App, die Elephone-Service-App. Dann habe ich hier zusätzlich noch Taschenlampenfunktion
Und ja, dann habe ich hier noch eine App von der Seite willhaben.at. Dort stelle ich hin und wieder Geräte, die ich gekauft habe für Unboxings zum Verkauf ein. Und daher dort habe ich da die App und da kann ich eben die Anzeige überwachen und so weiter. Dann habe ich hier noch eine App für den Visor Quadrocopter, also App für Quadrocopter. Und zu guter Letzt habe ich dann noch YouTube, was zum Erwähnen wäre. Und ja, sonst sind alles die herkömmlichen Apps, die eigentlich auf jedem Smartphone zu finden sind. Und ja, eigentlich nichts Besonderes. Was auffällig an dem Ganzen natürlich ist, dass ich eben keine Spiele auf meinem Smartphone habe, denn wenn ich spielen möchte, dann spiele ich nicht mit dem Smartphone, sondern mache das entweder auf dem PC oder hauptsächlich auf der Xbox. Und da brauche ich eben keine Spiele, denn wenn ich unterwegs bin, dann fahre ich sowieso mit dem Auto und habe keine Zeit für Gaming auf dem Smartphone. Also für mich sowieso unnötig, wäre es sowieso unnötig, wenn ich irgendwelche Spiele-Apps auf meinem Smartphone habe. Was hier noch zu erwähnen wäre, wäre die App hier Open Camera. Ja, ich habe ja hier eine Kamera-App, das ist die eigene Kamera-App vom Smartphone, also von Android. Und hier habe ich dann noch zusätzlich Open Camera hinzugefügt, da ich für Videoaufnahmen eben die Open Camera-App nutze, falls ich mit dem Smartphone Videos aufnehme, aber auch für Fotos nehme ich lieber die Open Kamera, denn da habe ich viel mehr Einstellmöglichkeiten, gerade was auch Videos betrifft. Und die App ist kostenlos und bietet wirklich sehr viele Funktionen. Also das habe ich noch vergessen. Und ja, sonst ist da eigentlich nichts Ungewöhnliches auf meinem Smartphone drauf. So Leute, das war's von der Übersicht über die Apps, die ich auf meinem Smartphone Elephone P8 Mini drauf habe, beziehungsweise die Apps, die ich nutze und die ich eben auch für YouTube und so weiter in Verwendung habe. Eigentlich alles nur praktische Sachen, die ich eben für Videoaufnahmen und so weiter eben nutze, damit ich da zum Beispiel mit der Kamera eine Fernsteuerung dabei habe oder wenn ich mit dem Smartphone Videos mache, damit ich da bessere Aufnahmen hinbekomme. Und ja, eigentlich nichts zum Vergnügen drauf, brauche ich auch nicht, denn ja, ich bin sowieso den ganzen Tag vor dem PC, also wenn ich spielen möchte, dann spiele ich und da brauche ich keine Gaming-Apps auf meinem Smartphone. So, ich hoffe, die Übersicht hat euch gefallen. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich freuen und ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal und bis zum nächsten Video.